Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3, wo wir, ein bisschen in eine Ruine reingestolpert sind. Wir haben ein paar Grabräuber gekillt, eine Gruppe von Grabräubern waren schon angeschlagen, sind in die Ruine gefallen, da war noch eine größere Gruppe von Grabräubern. Jetzt sind wir die Angeschlagenen und ich hoffe, hier denkt keiner, wir sind Grabräuber. Wir berauben erstmal die Leute. Hat nichts dabei. Wow. Haarseid hat eine Menge dabei. Großer Knüppel, Wurfspeer, Lederstiefel, Lederhandschuh. Ich freue mich schon, das alles verkaufen zu können. Gold, schlichtes Gift, Fackel, Kurzbogen, Lederrüstung. Wir müssen auch mal die Rüstung verteilen, ne? Aber in Bälde. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder auf Feinde treffen. Traps, please. Ja, Fallen können hier, glaube ich, nicht sein, weil... So, Gold, pipapo. Ich muss gleich mal gucken, wie viel, also Fallen können ja schon sein, aber hier in dem Raum nicht. Reise durch den Dschungel. Die Abenteuer eines Baron und seines Goblin-Führers Kiefer im dichten Dschungel von Schuld. Oder Schuld. Die Sonne war gerade hinter dem Horizont versunken, als ich seinen Ruf das erste Mal vernahm. 1000 Rohrflöten gleichzeitig, die ein einziges, wunderschönes, schreckliches Lied pfiffen. Ulu Talong, sagte Kiefer. Er kommt. Kiefer packte ihren Sack und huschte auf den nächsten Bütter. Mit etwas Mühe kletterte ich selbst auf einen Baum und wir blickten auf den grasigen Boden unter uns. Au, da war es wieder. Über und unter uns. Und überall um uns herum. So nah, dass mein Schädel von dem Klang vibrierte. Die Farnwedel und Blätter unter mir raschelten und schwankten. Kiefer hielt sich einen Finger an die Lippen, um mir zu bedeuten, ich solle leise sein, und plötzlich wurde sie weggerissen. War es eine Ranke, ein Tentakel, gleichgültig, der Jäger hatte seine Beute geschnappt. Kiefers Schreie wurden lauter und verschwanden dann, während Ulu Thalong sie wegschleppte. Ich sprang hinab, um die Kreatur zu verfolgen, doch sie hinterließ keinerlei Spuren. Das Gras war nicht eingedrückt, die Zweige des Gebüsches nicht zerbrochen. Ich konnte mich nur von der Erinnerung an diesen markerschütternden Ruf leiten lassen. Das ist tragisch. Schriftrolle brennende Hände. Kampfstab. Oh, werden wir brauchen können? Wir müssen Zauber erlernen. Als Schüler der arkanen Künste können Magier neue Zauber erlernen, indem sie bestimmte Zauberschriftrollen studieren, statt sie zu verwenden. Das kenne ich noch. Von Anno Dunnemals. Was ich mal kurz machen würde, ich würde ganz kurz mal leer ist so eine Fackel. Da ist die Fackel. Diebeswerkzeug. Always room for more. Okay. Jo, dankeschön. Ich würde ganz kurz eben, kann ich die Tür auch wieder schließen? Bestimmt, ne? Kommen mal alle rein. Dann möchte ich die Tür kurz schließen. Und dann würde ich mal kurz gucken, wie wir campieren. Ist das hier? Ne, rundenbasiert. Hier. Lager- und Rastmenü. Kurze Rast, lange Rast. Begib dich ins Lager, beende den Tag. Müssen wir machen. Kehre in dein Lager zurück, um zu rasten und dich mit Begleitern zu unterhalten. Du kannst Lagervorräte verwenden. Hier, du kannst zweimal täglich 50% deiner Trefferpunkte wiederherstellen. Okay. Wir brauchen aber wirklich den hier. Tag beenden. Du hast genügend Lagervorräte, um bei einer langen Rast Trefferpunkte und Zauberplätze wiederherzustellen. Dann man. Lager. In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und eine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehung mit deinen Gefährten weiterentwickeln, später deinen Charakter ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Aha. Zu Bett gehen, okay. Hey Gale. Go to hell. Oh, wir sehen da sehr gut aus inzwischen. Was habe ich denn getan, dass ich so eine Begrüßung verdient habe? Oh, nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. But we've seen hell.
It's real. And it isn't trivial. Hm. Was denkt ihr denn gerade, Gale? Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Es wird schon werden. Wir finden jemanden, der uns helfen kann. Ihr solltet euch ausruhen, schätze ich. Hört auf, euch den Kopf zu zermartern. Uns helfen nur Taten. Was soll ich sagen? Ihr habt recht. Wir stecken tief in der Ihr wisst schon. Aber wir bleiben optimistisch. Es wird schon werden. Wir finden jemanden, der uns helfen kann. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Oh, Astarion, wir haben uns gut verteilt hier offenbar. I have something to ask. Your magician seems dour tonight. Must not relish the idea of sprouting tentacles. Understandable. Can't say I'm a fan either. It's just hard to join in when all of this feels so new. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is, a little novel. Ja gut, aber das soll ja auch nicht für immer sein, ne? Versucht es, wir müssen morgen ausgeruht sein. I'm in no place to rest yet. Today has been a lot. I need some time to think things through. To process this. You sleep. I'll keep watch. Der ist aber kein Vampir, ne? So, danke, dann, wir bleiben beide auf. Ich bin noch nicht bereit, einem Fremden den Rücken zu kehren. Oh, nee, okay. Danke, ich werde umso besser schlafen. The pleasure is all mine. Sweet dreams. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr nett. Wir vertrauen ihm einfach mal. Was haben wir denn hier? Tintenfass und Federkiel. Plüpp. Oh, eine Sanduhr. Plüpp. Oh, Kerzen. Also, ich dachte, ich kann die auch plüppen. Hier ist noch ein Rucksack. Hallo. Schade. Eine Holzbank. Kann ich kurz gucken, wie viel... Kann man hier sehen, wie viel der wiegt? Nee, ne? Nee, okay, schade. So, Schattenherz, meine Liebe. Doing the rounds, are you? You'd better get some rest. What were you two talking about? Hä? Was meint ihr? You and Gale. Wir haben nur unsere nächsten Schritte besprochen. Nein, ich kann euch nicht folgen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Also wir haben eigentlich nur überlegt. Also er macht sich Sorgen und wir haben gesagt, bleibt optimistisch. Also haben wir wirklich nur unsere nächsten Schritte besprochen, im Grunde genommen. I see. I'd be careful with Gale. Warum denn das? Ich habe mich niemandem anvertraut, ich habe nur geredet, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Wenn mir jemand Sorgen macht, dann ihr. Ihr wart nicht gerade offen, was euch selbst angeht. Aber ich frag mal, ihr traut Gale nicht? He's a wizard. All they care about is power. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Ja, das stimmt natürlich, klar. Je schneller wir jemanden finden, der uns helfen kann, desto besser. Das stimmt natürlich, aber wir sollten auch unsere Vorsicht nicht über Bord werfen. Aber je schneller wir... Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Der Gale hat also zugehört. Ja, also ich würde sowieso nicht bei anderen über andere lästern, wenn wir hier die Runde machen und so. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Wo ist denn die Katze? Wermut und Ball. Ball? Oh, was war das denn gerade? Oh, die Katze ist wirklich noch da. Beschworene Katze. Salze aus Wermut. Okay. Wir haben mit allen dreien gesprochen. Außer mit der Katze. Ich würde aber gerne noch mal gucken, wo ist denn... Und wir müssen unser Inventar mal ein bisschen aufteilen, ne?
Wir bräuchten noch irgendwas für Bücher. Und Lederrüstung, ja, wir müssen mal, das sollten wir vielleicht jetzt mal machen. Wir sollten mal gucken, ja, wer hat denn hier was? Rüstungsklasse 13, Rüstungsklasse 10, gepolsterte Rüstung mit 11, Schuppenpanzer 14, was haben wir hier überhaupt? Barbarenkleidung, kann ich einen Schuppenpanzer mit 14 anziehen? Nachteil bei Heimlichkeitswaffen brauchen wir nicht. RK-Bonus durch Geschicklichkeit auf 2 limitiert. Okay, ich teste das mal kurz. RK 15. Okay, aber ist doch jetzt wesentlich besser als Barbarenkleidung. Ja, taugt immer noch sehr gut. Okay, wollte nur sicher gehen. Wir haben noch gemütliche Kleidung. Und geschmackvolle Stiefel. Das ist ja schön. Gladiatoren-Sandalen, von Kriegern im blutigen Sand getragen. Lederhandschuhe. Die weichen Handschuhe sind flexibel und schützen trotzdem. Bringen aber keine RK. Bringt gar nichts. Okay. Ist einfach nur Gelumpe. Rüstungsklasse 11, das heißt, wir können damit nichts an... Vielleicht hier schlichte Robe. Schlichte Robe. Das ist alles leider nur Kappes. Fallenentschärferwerkzeug. Würde ich gerne ihm geben, dem Schurken. Ich glaube, das ist richtig. Diebeswerkzeug gebe ich auch dem Schurken. Barbarenkleidung. Hm. Hammer. Kann man, glaube ich, verkaufen, ne? Hut. Weißt du was? Wieso? Gale? Willst du nicht einen Hut haben? So, mal gucken. Den sieht man wahrscheinlich aber nicht, ne? Weil die Sequenzen wahrscheinlich vorgefertigt sind. Ich weiß es nicht genau, weil ich dachte, weil die Sequenzen vorgefertigt sind. Aber wir gucken mal. Wir haben noch einen Kurzbogen. Kann ich ganz kurz eben, wenn ich jetzt in den Rucksack gehe. Das geht. Okay. Dann, ich ziehe einfach mal alle. Ich ziehe mal die ganzen Waffen da rein. Wir machen mal ein bisschen Ordnung. Dafür ist die Rast ja auch gut. Und ich würde die alle gerne verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob es geht. Ich nehme es nur mit. Also wir haben, dass wir so viel schleppen können, ist mir ein Rätsel. Da war man doch sehr großzügig. Oh, warte mal, der Bogen, was macht denn der? Kurzbogen 2 bis 7, aber ich glaube, wir haben alle, die haben alle einen Kurzbogen. Die haben nichts Besseres, okay. Goblinbogen 2 bis 7. Achso, nee, das war keine gute Idee. So, mehr geht hier, doch, mehr geht da noch rein, okay. Ich dachte, die sind limitiert von der Dingens. Und wir haben eine Schaufel, das heißt, wir können jetzt außerhalb der Ruine den Erdhaufen öffnen. Das würde jetzt gehen. Kurzbogen, Kurzbogen. Was haben wir hier noch? Wurfspeer. Okay. Dolch 4 bis 7. Alles Default-Waffen. Alles nur Klumpatsch. Großer Knüppel. 4 bis 11 Schaden. Was haben wir eigentlich aktuell? Die Axt, ne? 4 bis 15 Schaden. Okay. Kampfstab. 4 bis 11 Schaden. 0 bis 7 Schaden. 4 bis 11 Schaden. Umwerfen. Umwerfen. Okay, das heißt, ich kann den austauschen. Okay, ich kann den nicht einfach rüberziehen. Aber... Vier bis elf Schaden? Warum hat das in seiner Hand nur 0 bis 7 Schaden? Vielseitig beidhändig kämpfen. Okay. Das, übersehe ich gerade was? Okay, ich lasse es trotzdem mal bei ihm. Wir gucken uns das später an. Heiltränke würde ich gerne ein bisschen aufteilen. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Wir gucken mal. Tintenfass und Federkiel, Sanduhr. Ich brauche noch eine Ding jetzt für Gelumpe, ne? Ball. Dieser Spielzeugball ist voller Bissspuren. Ja, Kinder, man kennt es. So, Waffen haben wir jetzt da drin. Weißt du was, ich kann auch die alten Rüstungen da reinballern, ne? So, die ganzen, Hauptsache alles mal weg. Wie viel wiegen die? 4,5. So. Dann einmal alles rein da. Unsere Rüstung können wir auch da reinballern. Wir können auch hier armselige Kleidung. Alles, was wir eventuell verkaufen können. Nietenbesetzerschild brauchen wir nicht. Und die anderen glaube ich auch nicht. Lederstiefel. Okay, hat keine Rüstungsklasse. Genau wie Gerbers Wonne hat auch keine Rüstungsklasse. Das bringt alles genau gar nichts. Gladiatoren-Sandalen ist auch für den Arsch. Zwei Fackeln haben wir dann hier.
Ich hätte gerne noch einen Bücherrucksack. Und ich hoffe, wir können die Sachen irgendwo verstauen. Das wäre cool. Dass wir irgendwo so eine Heimat haben oder vielleicht in der Taverne irgendwie was. Blutstein? Was macht denn der? Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Aber ob das Blut dann aus dem Stein kommt, das weiß man nicht. Genau, ne? Okay, so, das geht. Blutstein hier rein. Sonst haben wir aber nichts dergleichen, oder? Violine haben wir noch. Oder Geige. Alchemistenfeuer, schlichtes Gift, schlichte Robe haben wir noch. Sanduhr, das ist alles nur Kappes. So, ja, ja, ich lasse das mal alles so. Wo sind denn die Heiltränke? Da. Kann ich die teilen? Kann ich vielleicht mit Shift und wenn ich die ziehe? Jo, das geht. Dann mache ich mal zwei. Und wer hat denn wenig Heiltränke? Ich glaube, sie hat gar keinen Heiltrank mehr, ne? So, zwei Heiltränke. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Dann mache ich mal so. Einen. Und dann mache ich mal hier noch einen. Teilen wir das mal ein bisschen auf. Bei ihm lasse ich drei, weil er soll am längsten aushalten, weil er den meisten Damage natürlich auch macht. Ich denke, das ist okay. Ach, gucke, dieses Werkzeug. Flupp. Dann habe ich das auch mal nach hier hinten. So, was haben wir noch? Ölflasche. Erzeugt eine brennbare, ölige Oberfläche. Hat man da noch eine gefunden? Nur Flasche, okay. Und hier noch schlichtes Gift. Überziehe dann aktive Waffe mit einem Gift. Ja, dann rein hier. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Das ist sehr gut, dass sie alle eine haben. Ich sortiere später weiter. Das dauert nämlich immer ganz schön lange. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? Einmalige Verwendung. Jutesack kann ich nicht mitnehmen. Komisch. Ich wollte ja nur mal gucken. Oh, da ist noch Wermut. Ja, natürlich, ja. Das geht natürlich auch. So. Und das war's aber auch. Okay, jetzt können wir wirklich schlafen. Ich habe den anderen Rucksack noch mitgenommen, weil ich dachte, ich weiß natürlich nicht, wie viel die wiegen. Hätte ich gerade mal drauf achten sollen. Ich dachte dies. So. Wir können da Gelumpe reinmachen. Dann klumpen wir unser Inventar nicht so zu mit Stuff. Geige ist nicht unbedingt Gelumpe. Seil weiß ich nicht genau. Aber verfaulte Karotte zum Beispiel, das ist Gelumpe. Ein Knochen wahrscheinlich. Es sei denn, wir können den mit dem Mörter, hier mit dem Stößel klein machen. Oh, wieso scrollt ihr denn mal automatisch? Hör doch mal auf. So. So, Fackeln kann man bestimmt gebrauchen. 4 bis 11 Schaden, okay. Die kann man bestimmt gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, würde ich die vielleicht mal... Kann man die stacken? Nee. Okay. Schalen können wir nicht gebrauchen. Also, ne, hier so ein... Der Ball... Okay, den will ich behalten eigentlich. Tintenfass und Federkiel. Kleine Kinder wollen viel. Brennende Hände. Könnte Schattenherz eigentlich gut lernen, ne? Die hat auch noch eine Schale. Kann man die stacken? Tatsächlich. Sehr gut. Und einen Streitkolben mit 4 bis 9 Schaden hat sie auch. Den würde ich mir mal darüber ziehen. 4 bis 9 Schaden. 2 bis 7 Schaden. Okay. Aber wenn sie es in der Hand hat, macht sie weniger Schaden damit, ne? 2 bis 7 Schaden, okay. Ändert einfach nichts. Okay. Dann die Bücher. Ich bräuchte noch irgendwas für Bücher. Ich tue die mal so lange hier hin. So, bitte nicht hassen. Ich sortiere einfach ab und zu mein Inventar, weil es sonst irgendwann komplett zugeklumpt ist. Die Wurfspeere... Ich weiß nicht, ob wir die brauchen können. Ich habe keine Ahnung. Ich würde die, glaube ich, erstmal zu den Waffen packen. Hier in die 35er-Dingens. Einfach hier. So, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ehrlich gesagt, da kann auch mal eben schnell noch das Ding hier rein.
So, 120, ja, langsam, ne? Langsam wird es auch ein bisschen mehr. Die Bücher könnte ich eventuell später noch Gale geben. Der ist ja Wissenstyp. Wenn ich da einen Behälter für finde, packe ich die Bücher rein, gib die Gale. Oder, ne, solange bis wir irgendwas gefunden haben, wo die reinkommen. Ich würde eben nochmal speichern und dann versuche ich mal zu rasten. Neuer Spielstand. Zu Bett gehen. Ja, bitte. Beende den Tag und stelle Trefferpunkte sowie Zauberplätze wieder her. Für eine lange Rast benötigst du genügend Vorräte. Verwende die erforderliche Menge an Lagervorräten, um eine vollständige Rast einzulegen. Okay, was ich mache? Auto auswählen. Und das hier. Vorratspaket. Ah. Ja gut, dann machen wir lange Rast. A calm night is a mercy. Yet your eyes refuse to stay closed. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, geese, and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Hm. Dich konzentrieren. Du musst ein Heilmittel finden, das nur das zählt. Du musst lernen, die Larve zu kontrollieren. Du spürst, dass sie dir Macht gewähren kann. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Die Larve aus deinen Gedanken vertreiben. Stattdessen an Zuhause denken. Intelligenz, aber Balduria. Weisheit. Die Larve beeinflusst dich. Vielleicht kannst auch du sie beeinflussen. Ich probiere mal, ja, Intelligenz. Wir gucken mal. Ja, mal gucken, was passiert. Hab ja eh kein Glück. Wir müssen eine 5. Okay, mal gucken, was wir schaffen. Boah, fick dich, Spiel. Fick dich alle Würfel auf dieser Welt. Ich hasse Würfelspiele. Ich hasse das. Ich hasse. Deswegen hasse ich auch Brettspiele und Gesellschaftsspiele und alles. Immer. Ich kann, auch wenn hier eine 1 gestanden hätte, wäre hier eine 0 gewesen mit minus 1. Es ist doch jedes Mal die gleiche. Ich hasse Würfelspiele. Ich hasse sie so sehr. Deswegen seht ihr mich so selten irgendwas in der Richtung machen. Ich hasse sie. Genau wie Kartenspiele. Ganz ein Rotz einfach. So, weg damit. Except all you can picture is citizens with their skulls splintering open. Tentacles sprouting from broken mouths. Their empty alien eyes haunt you through a night of fitful sleep. Wollte er nicht wach bleiben? So eine Kacke. Ich bin sauer. Ich bin einfach sauer. So, Lager- und Rastmenü und wir können das Lager, glaube ich, verlassen. Wir haben mit allen geredet, wir haben alles gemacht. So gut es eben ging. Beschworene Katze, können wir die streicheln? Das wäre nochmal wichtig. Werfen. Oh. Ich mach das mal nicht. Was Katzen angeht, habe ich seit einem gewissen Spiel ein schlechtes Image. So, okay, gut, wir machen jetzt hier und dann kurze Rast. Ne, wie komme ich wieder raus? Lager verlassen. Ja, das würde ich gerne. Ich weiß aber gerade nicht, wie. Rundenbasierten Modus aktivieren. Was haben wir denn hier? Schnellleiste sperren, entsperren. Mehr rein, weniger rein. Aha. Oh, okay. Lager- und Rastmenü. Lager verlassen. So, da sind wir wieder. Ich hätte die Tür gar nicht zumachen müssen, ne? So, die sind alle leer. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine gute Idee, hier rumzulaufen? Vase, Vase. Nase, Nase. Hier brennt sogar Feuer. Plündererkiste. Oh. Okay, hier können wir nicht so viel sehen. Und wo geht's hier hin? Okay, hier ist Sackgasse, aber hier sollten wir zuerst hin, ne? Weil hier ist bestimmt eine Falle. Ich sehe es schon kommen, da ist eine Falle. Die waren aber schon in dem Raum. Oh, Mist. Tod und Göttlichkeit. Ein göttlicher Leitfaden.
Der Tod ist eine zu starke Macht, als dass ein einzelner Gott ihn beherrschen könnte. Er ist eine Pflicht, die von Hand zu Hand weitergegeben wurde, in kleinere Stücke zerbrochen wurde. Krankheit, Krieg, Totenriten. Doch es muss immer einen Aufseher geben, der den Kreislauf überwacht, wenn das Leben schwindet. Unzählige Äonen lang war dies Jergal. Der Herrscher allen Endes wachte ohne zu blinzeln über die Sterblichkeit, bis er selbst müde wurde. Die jungen Baal, Bane und Myrkul müssen sich für Eroberer gehalten haben, als sie kamen, den Gott des Todes zu holen. Doch er nutzte ihren Ehrgeiz, um sich selbst zu befreien. Myrkul forderte im Handel mit Jergal die Herrschaft über den Tod. Doch selbst er ist nicht alleiniger Herr über den Tod. Denn was ist Mord, von Baal in seiner grenzenlosen Gier eingefordert, anderes als der grausamste aller Tode? Weshalb muss der edle Celemvor über verstrichene Seelen urteilen, wenn eine Gottheit allein den gesamten Vorgang beherrschen könnte? Selbst Götter können schließlich sterben. Wer den Tod verehrt, der sollte das stets bedenken. Okay. Tod und Göttlichkeit. Büchereien. Nichts. Okay. Die Unbeanspruchte. Wir gucken noch ein bisschen. Hoffentlich nicht allzu... Ich hoffe, hier gibt es keine Fallen. Wir werden es rausfinden. Sicht der sterblichen Ballbootkrise und Fluch des Vampirs kennen wir schon. Wieso nehme ich die überhaupt trotzdem mit? Okay, da ist nichts. Es ist sehr dunkel hier. Die Unbeanspruchte. Aha. Im Leben hatte sie tadellos gedient. Täglich gab sie sich der Herren des Verlusts hin. Täglich befreite sie sich von der Tyrannei der Erinnerung. Mit der Zeit vergaß sie alles. Ihre Verwandtschaft, ihre Vorlieben, selbst ihren eigenen Namen. Sie legte die ultimative Opfergabe auf den Altar ihrer Hingabe, ihren gelehrten Verstand. Und als sie starb, als sie im Tod erwachte und sich in der fahlen, verblichenen Stadt des Urteils wiederfand, wartete sie darauf, dass die Herren des Verlustes sie abholte. 1 Million Seelen und mehr zogen in farblosen Böen an ihr vorbei. Doch keine Hand erschien in ihrer Hand. Keine Stimme flüsterte Anweisung in ihr Ohr. Kein Zeichen erschien am ausgeblichenen und öden Himmel. Zeit, körperlose Zeit, strich an ihr vorbei wie Luft, hin und her. Und noch immer kam die Göttin ihre treue Dienerin nicht holen. Celemvor hatte Mitleid mit ihr, soweit der Herr der Toten dazu fähig ist, schritt jedoch nicht ein. Diese Klerikerin der Herrin des Verlusts, unbeachtet, obwohl sie sich als derart würdig erwiesen hatte, hatte vielleicht noch eine letzte Lektion zu lernen. Nicht die des Vergessens, sondern die des Vergessenwerdens. Das ist sehr bitter. So. Die Unbeanspruchte. Was für ein schöner Titel auch. Ja. Kann sich heute nicht mal jeder so nennen. Die Unbeanspruchte nehme ich mit. Ich packe alles ein. Ich werde das später noch bereuen, ich weiß es selber. Aber noch nicht jetzt. Ich werde die ganzen doppelten Bücher, glaube ich, alle weghauen irgendwann. Achso, das war das gerade, ne? So. Ich werde das alles irgendwann weghauen. Ich nehme das jetzt noch mit, weil das Inventar gerade so großzügig bemessen ist. Und wenn da Platz ist, dann füllen wir den. Okay, ich fange schon an, die hier zu lassen, weil das immer die gleichen Bücher sind. Kann ich... Warte mal. Ich würde gerne die unbeanspruchte Stapel teilen. Eine würde ich behalten, 4 packe ich rein. Hier Stapel teilen. Das könnte sogar automatisch gehen. Hier Stapel teilen. Ich lasse die Bücher, die ich schon habe, lasse ich einfach hier. Stapel teilen. So. So. Upp. Okay, so. So mache ich das jetzt.
Oh ja. Hier waren wir schon. Und hier. Ja, das kennen wir schon. Dass die Bücher auch alle einen anderen Einband haben, finde ich irgendwie cool. So. Da ist nichts. Da ist nichts. Die kennen wir schon. Da hat jemand erstaunlich oft die doppelten Bände gekauft. Oh oh, Tafel. You do not recognize the language on the plaque. Vielleicht jemand anders? You do not recognize the language on the plaque. Geht das für alle? Wahrscheinlich, ne? You do not recognize the language on the plaque. Vielleicht kennt die Katze die ja. So, rustikale Truhe. Da haben wir 5 Kerzen drin. Das ist natürlich toll. Ich mach mal Licht überall an. Bevor wir das Buch nehmen. So, wir wollen ja auch was sehen. Kerzen, Kerzen. Ein Hebel. Sehr gut. Feuerschale. Feuerschale. Langsam wird es hier richtig wohnlich. Ich fühle mich ja sehr wohl. Wir sollten einfach hier bleiben. So. Können wir die Truhen mitnehmen? Nee, ne? Oh, wieder Feuerschale. Langsam ist richtig schön hier. Mehr Feuerschalen haben wir nicht, ne? Okay, wir haben einen Hebel da hinten. Bevor ich den ziehe, würde ich gerne das Buch hier nehmen. Kapellenaufzeichnung. Aber ich speichere vorher. Neuer Spielstand. So. Feiner Staub bedeckt die Seiten dieses verwitterten Buches. Unter dem knochenweißen Puder sind hunderte Todesanzeigen in kleiner Schrift verfasst. Grobian Tippel, Ilmater, ertrunken. Iwein Argenson, Ogma, innere Fäulnis. Devrin Stout aus Selyn, Fieber. Okay. Dann wollen wir mal diesen sehr unauffälligen Hebel ziehen. Was hat das bewirkt? Das ist eine berechtigte Frage. Moving ahead. Jetzt ist mir nicht mehr so wohl zumute. War hier vorher schon offen? Nee, ne? Ich glaube, das war vorher nicht offen. Ah, noch eine Tür. Ich mache wieder Kerzen an, damit es ein bisschen schöner ist. Damit ihr auch mehr seht. So, mehr ist hier aber nicht, ne? Ich sehe hier nicht wirklich mehr. Bevor wir da lang gehen, sollten wir vielleicht noch kurz auf der anderen Seite der Kapelle gucken. Ich weiß nicht genau. Ja, zu spät. Oh! Klamme Gruft. Erkunde die Ruinen. Ich wollte noch gar nicht. Ich will das noch. Ich wollte doch erstmal oben rumlaufen. Wieso bin ich jetzt auf einmal in der Gruft? So, abgeschlossen. Erkunde die Ruinen. Die merkwürdige Tür führt tiefer in die Ruinen. Da unten gibt es bestimmt einige interessante Artefakte. Wir haben einen Weg in die verlassenen Ruinen gefunden. Ja, naja, der Weg hat euch gefunden, würde ich sagen. This place wasn't built for the living. Da ist noch eine Fackel. Ich muss gleich mal gucken, wie ich eine Fackel aktivieren kann, eventuell. Hier war auch irgendwas, aber ich sehe einfach nichts. Kann ich eine... Was hat die denn? Brennend. Ach, gucke. Müsste ich dann so nehmen erstmal, ne? Okay, jetzt sieht man... Ja, das ist viel besser. Opulente Truhe, hallo. Glaskelch, Tasse, Teller. Na klar. Hier gibt es noch ein Eisenkandelabra. So. Beschädigte Vase. Nichts. Kanne. Oh, ja, gut, ja, okay, die haben wir hops genommen. Okay. Prima. Das sieht aus wie eine Falle, aber das ist aber nur ein Dingens, ne? Warte mal, hier ist noch so ein Ding. Ich mach mal alles an, damit man mehr sieht. Hier ist sonst nichts, ne? Vase. So.
nehmen, da ist ja nichts. Da ist eine Granitbank, da würde ich aber gerade nicht drauf sitzen wollen. Da kommen wir nicht hin, offenbar. Eine vergoldete Truhe. Ist das gut, wenn ich hier alles mitnehme? Oh, eine Silberkette. Saphirhalsketten. Oh, sind bei Patriarchen von Baldur's Tor als Trauerschmuck beliebt. Oh. Das sind das Särge. Bin ich jetzt der Grabräuber? Ich leih mir die Sachen nur, bis ich selber tot bin. Man weiß ja nie. Schwere Eichentür. Ist das eine gute Idee? Gibt es eigentlich Schnellspeichern hier? Ich würde gerne schnell speichern. Tafel. Sarkophag. Das sieht ja alles nicht so gut aus. Okay, na gut, es wird ja schon irgendwas passieren, ne? Um die Toten zu ehren, mache ich erstmal nicht an. Fallen entschärfen. Okay, das wird doch unser Freund hier machen können, oder? Entschärfen. Fingerfertigkeit. Bonus hinzufügen. Wie geht das? Göttliche Führung. Okay. Mal gucken, was passiert. Hätten wir gar nicht gebraucht. In dem Fall hat es funktioniert. Hä? Hab ich das gerade gemacht? Er sollte das doch machen, nicht ich. Hä? Nasty surprise. Caution is warranted here. Be wary. This place is trapped. Toll. Fett. Kein Fallenschärferwerkzeug. Ich hab dir noch die ganze Sachen gegeben. Okay. Die Leute rutschen darauf aus. Okay, gut. So eine Falle ist das. Okay. Ist die Katze auch ausgerutscht? Ich glaube. Also, warte mal, die wollte ich. So, noch eine Tafel. Aber die kann ich nicht lesen, ne? The text on the plaque is a mystery to you. Okay. Ja, hier nochmal an und dann mache ich mal den Sarkophag auf. Mal gucken, was passiert. Ich krieg den Sarkophag nicht auf. Step carefully. Ach, da ist auch eine Falle drin. Aber ich hab den noch so. Ich hab doch noch die ganzen Fallenschärfewerkzeuge. Diebeswerkzeug, der hatte nur eins. Kann ich eigentlich auch solo rumlaufen? Das ging früher immer. Verstecken, Gruppenmodus. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Okay, das ist nicht gut. Was passiert, wenn ich aufmache? Explosion? Teste mal. Nee, gar nichts. Okay. Seelenmünze. Diese Münzen können infernalische Maschinen antreiben. Was? Diese Münze scheint seltsam und unverständlich zu flüstern. Sie füllt deinen Geist mit Zorn und Verzweiflung. Bonusaktion und Ringpanzerrüstung. Okay. Strange coin. I wonder what it's worth. Ich frage mich, ob es gut ist, dass wir den mitgenommen haben. Ein Rubinring, okay, ein paar Knochen von irgendwem. Können wir eh nicht. Da hinten ist nichts. Okay, dann versuche ich mal wieder elegant rauszukommen. So. Weiter geht's mit dem Grüppchen. Obwohl, warte. Es geht nicht mit dem Grüppchen weiter. Wir machen wieder Solo-Modus. Ach, das ist das ganze Fett, ne? Step carefully. There's a trap. So viel dazu. So viel dazu, okay. Step carefully. There's a trap. Ein Gargelkopf und da ist auch noch einer und da komme ich dann gerade nicht hin, nehme ich mal an. Das Fett wird also auch noch entzündet. Das ist schon clever. Knochenhaufen.
eine Flasche. Leider keine Fallenentschärfung. Und da hinten ist noch eine alte Tür. Aber da sollten wir als Gruppe hingehen. Vielleicht haben die anderen mehr Wahrnehmung. Ja. Ihr macht das schon. Geht bitte nicht in die Falle. So. Hier sind aber auch viele Fallen drin, ne? Verschlossen. Okay, warte. Keep a blade close. Testen wir mal Schlossknacken. Okay, Bonus insgesamt plus 7. Das. Aber Schwierigkeitsgrad 15. Oh, bitte. Komm schon. Ist das dein fucking Ernst? Ist das dein Fuck. Wie viele Einsen kann man denn würfeln? Ja, jetzt gucken wir mal. Oh Gott. Oh, wir sind draußen. Huch. Nanü, zerfleischter Fischer. Meergras. Belladonna. Wir sind am. Maybe I need more pockets. Okay, warte, hier war noch Meergras. Ne? Das nehme ich noch mit. Und Dolchwurz. Wir waren aber noch nicht fertig da drin. Aber hier offenbar auch noch nicht. Holzfässer. Wir gucken mal kurz die Holzfässer an. Diebeswerkzeug. Aha. Aber keine Fallenentschärfung leider. So, jetzt auf Leiter schon leer. Alles leer. Wir gehen nochmal rein. Wir haben nämlich einen Raum noch nicht gemacht. So. Das dürfen wir nur nicht. Nur ganz vorsichtig hier entlang tapsen. So. Wir müssen leider nochmal da durch. Also wir müssen eh nochmal wieder zurück. Ach, da ist ja noch ein Raum. Schwere Eichentür, mittlere Zähigkeit. Ich guck mal kurz. Aber wir können leider gar nichts mehr. Wir können nichts mehr entschärfen, ne? Angriff. Ja, gut. Wir sollten später mal wiederkommen. Halte ich für eine fantastische Idee. Wo ist denn die Fackel? Ist die Fackel... Ah, okay. May the gods take you first. Wieso kämpfen wir gerade? Gegen wen? Wir sind alle tot. Rundenbasierter Modus. Ach so, du befindest dich jetzt im rundenbasierten Modus. Das Spiel um dich herum wird pausiert und die Zeit wird in Runden unterteilt, die jeweils 6 Sekunden repräsentiert. Nee, das wollte ich gar nicht. Nein, Echtzeit. Have to keep pushing. Let's move. Was ist denn hier? On my way. So, hier wollte ich noch gucken. Aber da waren wir auch noch nicht drin, ne? Die müssten ja eh eigentlich alle Fallen entschärft haben. Vase. Theoretisch. Die haben alles mitgenommen. Furchtbare Menschen. Kreaturen. Das sind ja nicht nur Menschen. Die haben einfach alles mitgenommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Hebel, der wahrscheinlich die Türe schließt. So, hier ist aber nichts. Hier ist eingestürzt. Okay. Oh, warte, hier ist noch eine Tür. Hä? Nani? Hä? Da ist noch eine Schaufel. Banditenschlüssel benutzt. Ach so, da hätten wir also einfach... Ja, na gut. Cool. Ich glaube, die Fackel ist, glaube ich, keine gute Idee, ne? Nein. Kann ich die Fackel wieder ausmachen? Rechtsklick geht leider nicht. Okay. Brennen einfach Sachen, wenn ich mit der Fackel durchlaufe? Nee. Schlafsack.
Okay, da geht's also auch raus. Auf einmal geht's ja überall raus. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Und da hinten ist eigentlich... Eigentlich gibt's noch einen ganzen Raum, den wir noch erforschen müssten. Aber wenn wir schon mal hier sind, Tintenfass, Federkiel, Tintenfass. Ich nehme natürlich alles mit. Ein Schneidebrett. Das brauchen die ja eh nicht mehr. Eine Kerze, die mache ich gerne an. Eine Milchkanne. Sowas Gutes gibt's nie wieder. Und ein Deckel für die Milchkanne. Da ist ja alles dabei. Die unbeanspruchte. Nichts. Eine Tafel. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Oh, schade. Tote Sprache. Das ist echt schade. Tragisch eigentlich, dass niemand mehr die Sprache spricht, ne? Dass hier irgendwie... Dass das so lange her ist oder so lange vergangen. Dass nicht nur die Menschen, sondern auch die ganze... Also ich weiß, die ganze Kultur ja offenbar nicht, weil die wirkt ja unserer sehr ähnlich, aber offenbar eine andere Sprache. Also unserer jetzt natürlich in-game-related, ne? So. Ich komme mir vor wie bei Skyrim. Oh, geil, ein Laib Käse. So, ich räume hier gerade auf wegen FPS, ne? Ich wollte höhere FPS, aber bei so vielen Items ist natürlich klar, dass die Framerate ein bisschen runtergeht. Deswegen mache ich mal ganz kurz eben hier sauber. Ich freue mich schon darauf, festzustellen, dass wir nichts davon verkaufen können. Greif doch über den Tisch. Oh, geil, getrocknete Würstchen. Oh, ein Vorratspaket. Geil. Weinkaraffe. Ein Becher, den ich nicht aufnehmen kann. Das finde ich nicht gut. Eine Gabel, die ich nicht aufnehmen kann. Stück Käse. Blechteller. Ich bin einfach die Müllabfuhr. So. Ich möchte natürlich auch, dass die Urahnen nicht erzürnt werden. Wenn die fest... Ah, Blechtasse. Wenn die feststellen, dass jemand hier drin war, ja, und dann... Und ich sehe einfach aus wie Kacke. Das geht halt nicht. Deswegen müssen wir hier dringend sauber machen. Die Level-Designer haben sich was dabei gedacht, als sie das hier alles hingelegt haben. So. Wir appreciaten das nur. Da ist ein cooles Bild, das würde ich... Oh, Porträt, das würde ich mir dann mal angucken gleich. So, warte. Mal gucken. Wenn das alles nichts wert ist, werde ich aufhören zu sammeln. Solange ich es nicht weiß und solange wir noch keine Stadt erreicht haben, noch keinen Marketender. Regal. Nichts. Schade, aber es sind doch eindeutig Sachen da drauf. Okay, hier ist noch ein Kessel. Oh. Ups. Na gut. Dann so, eine Holzkiste mit 4 Gold, natürlich. Und 2 Kerzen. Bald haben wir sehr viele Kerzen. Da ist nichts drin. Dafür gibt es hier eine Flasche. So. Und da unten war noch irgendwas. Hier natürlich nicht. Okay. Wir können also auf Holzkisten drauf. Porträt von Fane. Oh. Das ist aber, oh, unser Inventar ist fast voll. Wir sollten mal gucken, dass wir eventuell, extrem präzise Linien lassen den Untoten auf diesem Porträt lebendig erscheinen. Trotz seiner leeren Augenhöhlen könntest du schwören, dass sein Blick dir folgt und über dich urteilt. Das würde ich gerne nochmal untersuchen. Da ist ein sehr cooles Bild. Ist hinten irgendwas drauf? Nein. Keine geheime Nummer für irgendwas, für irgendein Wandsafe. Okay, wenn ich vergrößere, geht der Fokus auf hier oben aus irgendeinem Grund. Leider kann ich nicht in der Mitte ranzoomen. Kann das Bild auch sonst nicht bewegen. Schade. Hätte es mir gerne näher angeguckt, aber wir gucken mal, für wie viel wir das verkaufen. Jetzt habe ich das gemacht. Okay, so. So. Ich glaube, wir haben soweit alles. Da geht es nicht weiter. Es gibt zwar noch einen Raum, aber... Da kommen wir aktuell nicht rein. Da geht's nicht weiter, ne? Ne, ist eine Holzwand. Gut. Dann... Raus hier.
Wo ist unser Schwert? Dolch? Hier, Zweihandachs. Ja. Wir haben eine Fackel, sonst... Kann ich die wechseln? Nahkampfwaffenset verwechseln? Ah, Lichtquelle ein... Ah, wieder was gelernt. Schnellleistenbelegung Gegenstände. Um mit der Schnellleisten ein Gegenstand hinzuzufügen, ist ein Symbol aus einem Inventar in den gewünschten Ort. Das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. So, die haben wir auch alle nicht durchsucht. Oder doch, haben wir? Nee. Tafel. Wir haben nicht alle durchsucht, ne? Weil wir sind ja runtergefallen. Quellena. Thales. Erkenntnis ohne Magie. Thales kommt mir bekannt vor. Beliebtes Buch zur Bedeutung der verschiedenen Thales-Karten und zu ihrer Verwendung als Wahrsagemedium. Die Seiten zum Kometen, zum Tod und zu den 10 Wellen sind sorgfältig markiert. Warte. Jede Seite in diesem illustrierten Buch beschreibt die Bedeutung einer anderen Thales-Karte. Notiz auf der Titelseite. Meine liebste Quellana, als du schliefst, habe ich wieder Thales gelegt und eigentlich mit dem Narren gerechnet, weil ich mich so fühle und weil dein Unterfangen so närrisch ist. Tatsächlich habe ich gezogen 10 Wellen. Heilige Liebe, Glück oder Illusionen. Komet, Reichtümer oder Wünsche, die wahr werden. Und Tod, ein Neuanfang. Wellen stehen für Liebe und ich weiß, dass das, was wir haben, noch zerbrechlich ist, aber kannst du mir vorwerfen, dass mein Herz schneller schlug, als ich diese Karten sah? Ich habe sie eine Stunde lang angestarrt und muss nun los. Die Becher waschen sich nicht von allein, aber ich weiß, dass du fort sein wirst, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Wirst du mir bei deiner Rückkehr sagen, ob du noch dasselbe fühlst oder ob dies alles nur eine selige Illusion war? Ich liebe dich, Alice. Nun, die Karten waren wohl richtig. Sie hat da wohl ein Händchen für. So, Drachenei-Pilz. Drachenei-Pilz. Nehmen wir natürlich mit. Drachenei-Pilzasche. Oh, warte. Hier ist noch. Hier ist auch noch nichts. Cool. So, die anderen haben wir alle ausgeräubert. Und hier ist noch eine Tafel, die wir nicht lesen können. Time and the elements have left the plaque unreadable. Aber was wir noch haben, was wir nicht vergessen dürfen, das machen wir jetzt nochmal, ist das hier. Oha, Holztruhe. Schriftrollen, Schutzes vor Gut und Böse, Schriftrolle Hexenpfeil und Schriftrolle Schwächestrahl. Cool. Haben wir genommen und werden wir dann an Magier weitergeben. Die Katze ist immer noch da. Ich freue mich. So, und wir sind auch immer noch da. Freue ich mich auch. Ist jetzt noch nicht gestorben, wenn auch halb. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir... Wir sind immer noch in der Anfangsregion. Wir spielen schon seit Stunden. Aber wir haben ein bisschen was haben wir doch geschafft. Ein bisschen was. Boah, Alter, was für ein Riesenteil einfach. Boah. Hier geht's irgendwie lang, da geht's lang. Wir müssen hier hoch, glaube ich, ne? Da so. Da müssen wir mal gucken. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.